Ja, wir arbeiten in der Brücke jetzt überall an diesen Stellen, wo die Seile in das Brückendeck übergehen. Das sind die sogenannten Seilkammern. Und davon gibt es 8 Stück in der Brücke und an 6 davon wird an diesem Wochenende gearbeitet. Dort werden eben Schweißnahtrisse, die festgestellt worden sind, instand gesetzt worden. Der gravierendste Riss ist an der Seilkammer in der Achse 50, das ist etwa in der Mitte der Brücke. Dort haben wir eben einen 40 cm langen Riss an einer Seiltraverse festgestellt. Das ist das Bauteil, an dem die Seile unmittelbar verankert werden. Und das ist eben für die Standsicherheit der Brücke von enormer Bedeutung, dass die Seiltraversen tragfähig sind, weil sonst die Seile nicht mehr ihre Funktion übernehmen können und dann ist die Brücke insgesamt nicht mehr standsicher. Wir arbeiten an diesem Wochenende an insgesamt 30 Rissen, wenn wir es denn im Zeitrahmen schaffen. Wir werden vor allem mehrere Risse bearbeiten, vorrangig, für die unbedingt diese absolute Ruhe vom Verkehr erforderlich ist. Aber vorgesehen sind insgesamt 30 Risse instand zu setzen, aber die sind nicht alle so gravierend in ihrem Ausmaß wie dieser eine 40 cm lange Riss. Da ist der Hauptgrund für die Sperrung an diesem Wochenende. Im Augenblick spricht viel dafür, dass wir Sonntagabend spät mit dem Schweißen fertig sind und die Brücke Montagmorgen wieder für den Verkehr freigeben können. Im Augenblick ist rund um den Kölner Ring vergleichsweise wenig Verkehr. Wir gehen davon aus, dass viele Menschen den Umleitungsbeschilderungen gefolgt sind und finden das eigentlich auch ganz klasse. Wenn wir die Arbeiten hier abgeschlossen haben, dann haben wir einen sehr großen Schritt gemacht, um unser Ziel, die Brücke bis zum Neubau einer Ersatzbrücke unter Verkehr zu halten, zu erreichen. Eine Garantie, dass es aber keine weiteren Schäden gibt, kann niemand geben. Wir versuchen natürlich, den Lkw-Verkehr auf der Brücke in Zukunft ganz zu vermeiden, um wirklich weitere gravierende Schäden zu vermeiden. Aber hundertprozentig ausschließen kann so eine Vollsperrung für die Zukunft niemand.